Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, gestern Abend habe ich euch noch diesen Ausbruch hier gezeigt. Und dieser Ausbruch, den wir hier sehen, ist tatsächlich ein tolles Ereignis gewesen. Also einer der spektakulärsten jetzt im 25. Sonnenzyklus. Aber es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass diese Plasmawolke, die ihr hier seht, also diese dunkle Wolke, die sich von der Sonne wegbewegt, dass diese Plasmawolke in irgendeiner Form die Erde beeinträchtigen wird. Das ist erstaunlich. Aber weder bei den Aufnahmen, die diese Satelliten liefern, noch bei den Aufnahmen, die andere Satelliten liefern, gibt es einen Hinweis darauf, dass überhaupt irgendein Plasma dort ausgestoßen wurde. Jetzt sehen wir aber ganz deutlich, dass das der Fall ist. Aber Fehlanzeige. Es gibt weder eine Warnung, noch gibt es einen Hinweis und der Flare, der hier tatsächlich auch ausgelöst wurde, war unterhalb der Meldeschwelle. Das heißt also, dieser Ausbruch, obwohl er so spektakulär aussieht, hat keine Auswirkungen auf die Erde. So schaut es momentan tatsächlich aus. Ob sich daran noch was ändert, keine Ahnung. Ob es dort in irgendeiner Form dann auf dem Weg Richtung Erde jetzt noch irgendetwas gibt, was das Ganze beeinflussen könnte, dass es doch zu einem wenigstens kleinen Sonnensturm kommt, ja, kann man schlecht sagen. Ne? Aber ja, ist so. Sei es also dieser Ausbruch richtig toll, aber überhaupt keine Auswirkung auf das Erdmagnetfeld. Das Plasma, was hier freigesetzt wurde, ist irgendwo, aber nicht, zumindest hat es den Anschein, auf dem Weg Richtung Erde. Ja, das kann passieren. Na, das heißt also, wir haben hier verschiedenste Abläufe auf der Sonne, die tatsächlich sehr schwer zu prognostizieren sind. Auch Space Weather hat ja auf der Webseite gesagt, hey, da ist was passiert und da kann was dann kommen und so weiter und so fort. Ja, also heute Morgen habe ich es dann gelesen, auch dort. Aber die mussten das jetzt auch revidieren. Die mussten auch sagen, ja, wir haben jetzt in den Satelliten keinen einzigen Hinweis darauf, dass da irgendetwas Richtung Erde unterwegs ist. Naja, werden wir sehen. Na, also die Plasmageschwindigkeit selber war, wenn dann überhaupt, tatsächlich nicht so hoch, wie ich sie eingeschätzt habe. Das heißt also, das kann jetzt durchaus noch 24 Stunden dauern, bis es da irgendeinen Impact gibt. Also ich bin gespannt, ob da noch was kommt. So, meine Lieben, tschüss, bis zum nächsten Mal.